Oh mein Gott, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal 2. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Okay, es tut mir leid, dass ich gestern nichts hochgeladen habe und dass heute die Folge wahrscheinlich erst irgendwann so mega spät hochgeladen wird. Das liegt daran, dass ich meinen Computer halb neu aufsetzen musste und, ach Gott, es gab immer wieder Probleme und ich hab den gefühlt 1000 Millionen Mal. Bouncy! Wie cool ist das denn? Gefällt mir sehr. und musste den gefühlte 10 Mal neu starten und immer wieder hat's nicht funktioniert und dann wollte ich, erst hochladen, wenn mein Computer wieder gescheit funktioniert, was ja verständlich ist. Was habe ich jetzt aufgemacht? Ah, da drüben. Okay, ah, ich muss darüber. Oh mein Gott, das ist cool. Okay. Ich nehme ich mal mit. Oh, voll wie heißt es, wenn man sowas Altes wieder sieht? Ich habe es vergessen. Retro. Oh mein Gott, Leute, verzeiht mir. Ich bin ein wenig durch den Wind. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. In der Tat, das kannst du. Wo muss ich hin? Ich suche immer nach ganz weit entfernten weißen Flecken. Hier irgendwo? Da unten kam ich her, oder? Da will ich ja nicht hin. Ich will bestimmt irgendwo da hoch. Ist da oben was Weißes? Nein. Crap, keine Ahnung. Oh, hier muss man immer so genau suchen und so grübeln. Das ist ja schrecklich. Das kann ich doch gar nicht. Ich bin so unterintelligent. Okay, jetzt mal ernsthaft. Wo ist hier eine weiße Fläche? Und wir sind in so einer riesigen Kuppel drin, fällt mir auf. Also, ist mir schon länger aufgefallen, aber... Ah, da steht irgendwas... Next test chamber this way. Ach, muss ich darüber? Hä? Da unten ist nochmal weiß, aber da will ich ja auch nicht hin. Ich gehe mal hier hin, vielleicht ist hier irgendwas. Nee. Komisch. Mysteriös. Das verwirrt mich jetzt. Ist dann echt nirgendwo weiß oder... Ah, da oben. Ach, man muss immer so ein bisschen suchen. Siehst du, jetzt wird es immer schon so verzwickt. Ich gehe einfach mal in die Richtung, weil da stand Test Chamber this way. Dann nehme ich das auch mal an, dass das stimmt. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Oh yay! Das wollte ich schon immer haben. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Blauunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Soll ich da gleich mal so eins reintun, damit ich da hoch... irgendwo fliege, wohin ich dann auch immer... Oh, ich muss da... Oh, okay. Au! Okay, ich kann es auch einfach so machen. Nein. Ah! Shit. Nein! Fail. Okay, ich gehe da lang. Nein! Schnell! Rein! Ah, gerade so. Okay, ich habe die Kugel. Was muss ich jetzt damit machen? Ich gehe einfach mal hier rein. Ah, ich muss darüber. Also springe ich hier hoch und mache das andere Loch auf der Seite. Dann nehme ich das mit, gehe darüber, lege es da drauf und dann geht wo die Tür auf? Keine Ahnung. Ich habe einen Knopf betätigt, aber ich weiß nicht warum oder was oder überhaupt. Ich muss da hoch. Ups. Okay. Ja, ne? Ah, da oben. Ah, das habe ich umgedreht, garantiert. Okay, dann gehe ich jetzt dahin und dann springe ich da runter und dann... Hui, geradewegs raus zum Ausgang. Oh, hätte ich irgendwie die Kuh, den Würfel gebraucht hierfür? Ah, ne, der da drüben ist einer. Oh Gott, was soll ich hier machen? Muss ich da so... Gut. Super. Okay, nein, ich... Ah, ich schmeiß mich da so schräg dran. Kann das sein, so? Oha.
Mach das erstmal nach. Okay, geil. Freaky. Ah, nicht untergehen. Okay, okay, reicht. Passt. Ah, und jetzt gehe ich darüber. Freaky. Okay. Jetzt muss ich da oben das Loch machen. Wo geht's denn dann? Ach, da drüben geht's raus. Ich dachte, das wäre schon das Kammerende gewesen. Geile Sache. Weiß irgendwo. Ah! So. Adios! Ayayay! What the heck? Oh, sowas würde ich voll gerne im echten Leben machen. Oh, falls du vom Rückstuhl gehen bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstuhl gehen. Warte, ich konnte nicht weiter mitlesen. Um welches Element es sich handelt, aber eins wissen wir, es ist sehr lebhaft und... Ihr habt es ja schon gelesen, ne? Ich hoffe jetzt einfach mal, ihr habt es gelesen. Hoch geht's! Ich wollte gerade sagen, oh, jetzt geht's runter. Aber es geht ja immer hoch. Ne? Ja, ich weiß. Oh, das hat jetzt aber lang gedauert. Da hätten sie jetzt auch mal das Hochfahren streichen können. Das letzte Hochfahren. Tü. Ja. Was new? Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du atemlos, Hustenreiz oder Herzstillstand hast. An Atemnot. Gut. Eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du dich auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Oh Mann, das ist echt schwer, wenn man die die Stimme im Kopf hat, von dem selbst die deutsche Stimme mitzusprechen, erstens. Und zweitens bin ich ja sowieso durch den Wind. Das könnt ihr mir nicht antun. Mir jetzt auch noch, dass ich da jetzt vorlesen soll. Aber irgendwie will ich vorlesen, weil sonst schweige ich immer ganz still. Und ich würde gerne irgendwas sagen. Okay, wo muss ich hin? Ach, garantiert irgendwo nach da oben. Da steht Fat Exit. Gucken wir doch mal, wo es zum fetten Exit geht. Okay, das sieht weiß aus, aber das ist nicht weiß. Das sieht nur weiß aus. Okay, ach, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal dahin, weil da ein Fleck ist und das muss ja irgendwas heißen. Oder auch nicht. Doch, da oben, ich sehe es. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob man das auch so gebraucht hätte. Man hätte es wahrscheinlich auch einfach so machen können, aber... Eieiei! Okay, jetzt bin ich hier gelandet. Geh ich doch mal hier rein. Schupp. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln. Genau wie ich. Woher weiß er das, wenn die Aufnahmen nur pre-recorded sind? Eww. Nochmal. Ach so, das fällt jetzt die ganze Zeit. Ah, jetzt kann ich bestimmt... Bouncy Gel überall hin machen. Oh, wie geil. Zwar keine Ahnung, was das bringen soll, aber... Kam schon eins raus? Nein. Ach, das kommt immer erst raus, wenn das andere gelandet ist, oder was? Boing, 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 boing. Hier hätte ich gerne auch was. Oh nein, ich wurde vollgespritzt. Okay, jetzt muss ich darüber. Das heißt, ich brauche hier Bouncy Gel, bitte. Eieiei! Okay. Ja, jetzt mache ich hier einfach mal Bouncy Gel hin. Keine Ahnung, ob man es hier braucht, aber... Oh nein, mein ganzes Bildschirm ist verschmutzt. Okay, kann ich jetzt einfach... Okay, jetzt muss ich da nochmal ein neues Loch machen, wozu auch immer, weil ich meine, das hätten sie auch echt einfacher gestalten. Wow, chill mal. Nein, das ist ungenau gewesen. Okay. Was auch immer das jetzt soll. Und warum musste ich das jetzt extra darüber machen? Oh, I have no idea, honey. Okay, ich spring mal da runter. Und dann springe ich... Nein, ich will da hoch! Okay.
komme ich doch nie und nimmer rüber, oder? Ah! Nee, oder? Och, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh Mann, oh Mann. Ja, aber wenn ich da jetzt rüberspringe, da komme ich doch nicht zum Exit, oder? Und wo ist der überhaupt? Das ist doch kein Exit. Das ist doch Schwachsinn. Ach so, doch. Ja, aber das bringt mir doch nichts. Ich komme noch nie und nimmer nach darüber. Ich muss da irgendwie hinspringen. Oh, das wird schwierig, weil ich irgendwie gerade keine Ahnung habe, was die von mir wollen. Weil wenn ich da jetzt lang springe, bin ich garantiert tot. Ich meine, ich kann es ja mal ausprobieren. Hui. 10 Meter Brett. Yay, endlich kann ich es mich trauen. Bitte lass mich irgendwo weiter hinten laden. Bitte. Wo bin ich? Okay, gut. Aber das ist ja kein zu großer Verlust. Oh Mann, jetzt beginnen wieder die Zeiten, wo ich überfordert bin. Weil ich keine Ahnung hab. Scheiße, Dreck, oh Mist. Mist, die Kack, oh nein. Weil ich brauch doch... Da drüben. Jetzt mal ohne Scheiß. Hier. Brauch ich doch irgendwie so... Dass ich da wieder so vor und zurück springen kann oder sowas. Oder ich brauch irgendwie... Was weiß ist auf der anderen Seite. Wozu habe ich denn dieses... Ach, der Boden ist bestimmt weiß, oder? Nein. Kommt nicht in den Boden ran. Oh, keine Ahnung. Ich zoome mal ran. Nee, der Boden ist schwarz. Crap, Mist, Drag, Schwag. Dieses Hintergrundgedudel klingt so ein bisschen wie so eine Telefonanruf-Stingsbums. Ja. Nö, ihr wisst jetzt bestimmt total, was ich meine. Ach, keine Ahnung, ey, Leute. Ihr wisst es bestimmt, aber ihr könnt mir nicht weiterhelfen. Ich wird mal Zeit, dass ich hier alles weiß färbe. Ich müsste irgendwie so weit springen können oder so. Kann ich nicht einfach... Oh, shoot. Oh, shoot. Da drauf müsste ich kommen. Da müsste blau drauf sein. Aber was, das kriege ich da ja nicht drauf. Damn it. Ah, ich kann mich tief fallen lassen da drauf. Gibt's hier irgendwo... Ne? Ihr wisst, was ich meine? Dass ich da irgendwie rausgeschossen komme. Ja, genau, so mache ich das. Links. Und rechts. Sag bitte gerade. Wow, es funktioniert bestimmt. Ich bin guter Dinge. Yes! Ah! Yes, yes, yes! Jetzt Gefühle sind so cool. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Yay, gut, dass ich das jetzt weiß. Dann werde ich mir das jetzt nicht bildlich vorstellen, sondern stattdessen mich in diesen Aufzug stellen, umdrehen, bedanken, dass ihr zugeschaut habt, nach oben fahren, euch darum bitten, mir in die Kommentare Verbesserungsvorschläge zu schreiben. Ja, und das war's auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und tschö mit Ö. Tschö mit Ö.